Ja, herzlich willkommen hier zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich habe es bereits angekündigt. Alle, die es im Status gesehen haben, alle, die oder auch in meinem letzten Video, habe ich das angesprochen, in meinem letzten Video, wo ich mit dem Golf gefahren bin. Ich sitze in dem Auto. Ich sitze im 330e und teste dieses Auto. Ich habe das Auto gestern zur Verfügung gestellt bekommen und ich bin auch schon 118 Kilometer elektrisch gefahren damit. Und wie man hört halt nichts, ne? Ja, das ist halt dieses künstliche Geräusch, damit die Leute das hören. 5 Kilometer elektrische Reichweite. Man muss auch dazu sagen, es ist ja auch kein reines Elektroauto, sondern ein Hybrid. Ein Plug-in-Hybrid. So, ich würde sagen, weil das ist so geil, ich würde sagen, wir tanken die Bude erstmal. Ja, wir tanken die Bude. Ich habe auch ein bisschen Sprit verjubelt. Grundsätzlich muss ich sagen, was mir bei den BMWs halt immer wieder hier auffällt, Leute. Was ich hier so geil finde, dieses Interieur. Man hat hier halt noch echte Knöpfe für Sitzheizung, für Klima und so weiter. Ups, sorry. Und so weiter. Da müssen wir mal rausfahren. Den Spot muss ich mal hüpfen. Okay, jetzt aber. Man hat hier halt wirklich noch auch der Drehregler hier. Den kann man echt ohne Scheiß. Es ist sehr geil, wie man das halt. Ja. Ja, das ist einfach. Dieses nur Touch. Ihr kennt es aus meinem Golf, aus meinem 8er Golf. Und ich sag euch ganz ehrlich: hier, das ist alles auch. Wie griffig das in der Hand. Gut, das ist auch jetzt das M-Sportpaket. Aber ich bin auch schon den aktuellen A4 gefahren, den B9. Und ich sag euch, so ein beledertes Oberfläche hast du hier im B9 nicht. Beledertes Armaturenbrett im A4 kriegst du auch nicht. Und das sage ich als eingefleischter Audianer, sage ich jetzt mal. Ne? Aber grundsätzlich. Merke ich, viele Marken, wie soll ich das sagen, die reduzieren, die sparen an den Autos. Das wird kaputt gespart. Ich habe euch, glaube ich, schon einige Details an meinem Golf gezeigt, an meinem 8er Golf. Und hier werden aufgewertet. BMW wertet es auf. Ich muss sagen, ich hatte schon mal ein paar BMWs auch gehabt als Mietwagen. Und jedes Mal, was mir positiv auffällt, dieses Fahrspaßmäßige, das, jetzt lädt das, seht ihr das, Leute, jetzt lädt er. Also nur wenn ihr vom Gas, der rekuperiert ganz schön viel. Jetzt hat sich der Verbrenner zugeschaltet? Na, das ist nur die Vibration, warte mal, mach mal. Weil jetzt fahren wir komplett elektrisch, rein elektrisch. Hybridmodus, das war's, der rekuperiert und der tut und macht. Und ja, ich finde es halt schon auch, was ich hier, das ist auch richtig schön bezogen, fässt sich alles gut an. Es fässt sich wirklich alles gut an. So, da könnte man laden und wir können auch bei Aldi laden. Komm, wir laden bei Aldi. Leute, wir laden bei Aldi. So, jetzt schauen wir mal hier. Aber erstmal tanken wir die Bude. Wir tanken die Bude. Und dann erst wird hier. Ja. Fahren wir zum Spot zum Laden. Dann fahren wir zum Spot zum Laden. Und während wir das Auto laden,
zeige ich so das Auto so mehr im Detail, mehr von außen. Dann machen wir alles, alles. Ja, das tun wir dann alles. Das wird so geil werden, das wird so geil werden. Und ich sag mal ganz ehrlich, auch Harman Kardon und das M-Lenkrad, ne? Ich sag euch ganz ehrlich, es liegt halt echt griffig in der Hand. Sehr griffig. Ist das geil! Ist das geil, Alter! Dieses elektrische Fahren, einfach. Ich meine, ich bin jetzt kein Riesenfan von Elektroautos. Ihr kennt mich mittlerweile dafür. Aber mit einem Hybridantrieb würde ich mich tatsächlich anfreunden. Der ein oder andere, da wird vielleicht eine Hatewelle, naja, was heißt Hatewelle? Ich sage mal so, dass wir irgendwann mal nicht um alternative Antriebseinheiten rumkommen. Blitzer! Wir kommen nicht um eine, ich bin schon wieder abgelenkt. Wir kommen irgendwann mal nicht um alternative Antriebsarten rum. Ob es jetzt auch die Kraftstoffe sind, synthetische Kraftstoffe, Elektro, Wasserstoff, dies, das, das dürfte klar sein. Aber, ein rein batterieelektrischen Auto würde ich mich noch nicht trauen. Vielleicht irgendwann mal, wenn das mal ausgereift ist. Aber ich sage mal, Plug-in-Hybrid, es ist Benzin und es ist Elektro. Jetzt fahren wir elektrisch. Und das ist halt, man kann, also ich könnte hier auf den Batterie und dann kannst du hier einstellen, ich habe 100%. Jetzt hört man, jetzt hört ihr den Motor, gell? Aber wir wollen ja elektrisch, wir wollen ja, na, systembedingt nicht möglich, okay. So. Da müssen wir Hybrid. Ja, und jetzt hört man, wie der Motor zuschaltet, das merkt man schon. Aber das Auto ist ja dazu ausgelegt, dass es elektrisch betrieben wird. Der Tank ist auch relativ klein bemessen für die 40 Liter, die das Auto hat. Muss man auch sagen. Hat 40 Liter der Tank. Was aber, soll ich sagen, er hat nur 40 Liter. Aber gut. Und die Reichweite mit dem E-Antrieb bis zu 60 Kilometer. Na, es sind trotzdem fast 500 Kilometer. Gut. Hört sich nicht viel an. Aber das Auto ist ja dafür ausgelegt, dass man, gerade für die Leute, die für den Alltag ist das, für mich reicht es. Ihr seht, ich wohne in der Stadt mittlerweile. Und ja, für die Stadt ist das ideal. Wenn ich jetzt links fahren würde, wäre ich jetzt in der Arbeit. Und wir werden jetzt rein elektrisch die Strecke gefahren. Und dann sage ich, das ist doch geil. Weil kurze Strecken nur Benzin. Selbst ein Benziner zu kurze Strecken ist für ihn auch nicht gut. Wenn du nur 2 Kilometer fährst, kannst du halt rein theoretisch mit dem Radl fahren. Bei den Temperaturen dich aufs Radl zu schwingen und da schwitze ich mir doch nur den ab. Und ich sag halt, klar, ich könnte es machen mit dem E-Bike oder so, ne? Aber ihr wisst ja, ich bin voll autoaffin. Und dementsprechend, ja. Das ist. Ich mag's. Hybrid, Plug-in-Hybrid. Das Problem allerdings momentan, die Auswahl ist sehr rar. Die Auswahl ist sehr rar. Ein Kombi mit Plug-in-Hybrid. Naja, Kia Ceed kriegst du, glaube ich. Aber naja, ich bin jetzt kein großer Fan von Kia. Ich bevorzuge so, ich bin irgendwie so eingefleischt. Ich mag eigentlich jeden deutschen Hersteller. Mercedes hat die C-Klasse als Hybrid. Was ja auch nicht schlecht ist. Aber ich sag mal halt, naja, so richtig, Mercedes macht ja auch diesen Touch-Kram mit. Und der einzige, der es noch nicht macht, ist BMW. Die sagen sich halt, die sind wirklich so, die Kunden entscheiden. Finde ich persönlich besser. Viel besser. So, jetzt. Nein, wir fahren weiter vor, weil ich habe keinen Bock mehr anzustehen.
ihr kennt mich mittlerweile. Oh, elektrisch, komplett elektrisch. Der Benziner wird jetzt gleich anschmeißen, denke ich mal. Das wird jetzt demnächst passieren. Was kostet Benzin? Oh, auch 1,90. Naja, also viel ist halt. Egal. 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 Auch ein Elektroauto muss mal getankt werden. Oh, ein B5, aber vorfacelift. Ja, ich feiere es mega. Ich feiere es wirklich mega. Vor allem bei dem M8 Gran Coupé ist das hier ja aus Glas, aus Echtglas gefertigt. Und auch das hier. Aber ich zeige euch das Auto dann von außen, wenn ich lade, wenn wir das Auto laden. Ich habe das Laden schon mal ausprobiert. Es ist, ja, Kabel, das Zeug, alles gleich. Alles wird gleich. Gleich wird das alles mal so gezeigt und gemacht und getan. Und ja. So. Jetzt geht's rein. Gut. Jetzt. Ich fahre elektrisch zur Tankstelle. Oh, ein Drecksgolf. Aber ein GTI, oder? Ja, ein GTI. So. Ein elektrisches Auto. Ich werde alle schauen. Okay. Okay, los geht's. Ich finde es auch geil, wie das hier so ist. Tanken. Tankbereitschaft wird hergestellt. Der entlüftet den Tank. Okay. Tanken möglich. Ja, jetzt geht's los hier. Okay. Wie war das nochmal? Ganz normal tanken. Okay. So, war mal. Ist halt auch geil. BMW hat das auch. Wir brauchen super Benzin. Okay. Ah. 1,88. Das geht aber. Das ist schon voll. Also, eigentlich hat er ein bisschen mehr. Der ist voll, der Tank ist voll. So. Okay, ich mach die Kamera an, wenn ich wieder draußen bin, Freunde. Okay, Schlüssel ist hier. Kommt mal mit, Leute. Schaut mal her. Er sperrt automatisch auf. Oh Gott. Okay. Dann geht's jetzt los. Tank ist voll. 440 Kilometer Reichweite mit dem Tank. Gleich aus wegen Gemma, Kack.
Kackgämmer. Ach, Mensch. Ich habe ein Elektroauto getankt, Leute. Gut. Wir fahren jetzt zum Aldi. Ja, zum Aldi. So. Ja. Die ist aber aus. Ja, ja. Musst noch mal ein bisschen gerade switchen. Ich bin gerade mit der Cam in die Tankstelle eine. Weil ich habe sie nur ausgemacht. Ich mache sie halt grundsätzlich aus, also mit Zahlen ist. Oh ja. So. Oh, die Polizei fährt da vorne. So. Grundsätzlich muss ich sagen, naja, es bockt sich schon voll, dieses Auto zu fahren. Ich sag's euch ganz ehrlich. Auch dieses Setup-Display, was er hat, ne? Das ist halt, ja, BMW-typisch halt. Es ist echt Sport. Es liegt halt echt geil mit Schaltpedals und so, ne? Oh ja. Fahr nur elektrisch. Nur elektrisch. Nur elektrisch. Ist einfach. die haben den normalen 320er Diesel hier. Okay. Okay. Ja. Aber ja. Dann geht's auch gleich. Ettinger Straße einmal Ladesäulen. Man sieht hier, das finde ich halt auch nice gelöst. Das ist Tankstellen und man sieht halt auch diese Ladesäulen. Ja, ich würde sagen, wir fahren zum Waschpark. Neben dem Waschpark ist ein Aldi. Ich hoffe, die Ladesäulen sind frei. Ich hoffe es wirklich frei. Das wäre nämlich richtig geil. Und dann wird. Ja, jetzt. Wird geladen. Dann wird geladen, Freunde. Geladen. Wir laden dieses Kfz auf. Was habe ich jetzt effektiv bezahlt? Ah, 240 Euro für 22 Liter. Da lohnt sich sowas Frühjahrs. Jetzt fahren wir gerade vorbei, also Richtung Arbeit von mir. Und ja. H6 ist hier und ja, ich finde es halt wirklich nice, wie BMW das halt so wirklich, selbst das hier ist echt eine gute Qualität, das ist halt Premium Qualität, das ist Premium und ich sag euch, bei uns im VW Konzern Premium, ja, wird immer mehr abgeschafft. Weil Sparmaßnahmen und so, das ist ja denen wichtiger. Ja, aber es ist der falsche Weg. So vergrault man sich die Kunden. Mit dem Golf 8 hatte ich jetzt auch schon 2 Garantiefälle, Leute. Und. Jetzt ein Benziner, ja? Ja, ich ziehe den ab mit Elektrik. Das ist halt geil. Ich könnte locker Autos mit 250 PS hier lang machen, wenn der Akku voll ist und auch Leistung gegeben ist. Vor allem jetzt fahren wir wirklich rein elektrisch. Ja. Vor allem, ich kann in der Arbeit im Parkhaus das Auto auch laden. Ich habe Lademöglichkeiten im Auto. In der Arbeit, im Auto wollte ich schon sagen. Ja. Und das sieht man halt. Ja. Der Akku geht halt langsam zur Neige. Aber man muss schon sagen. Ja. Reichweite 0, aber doch, ich rekuperiere halt auch viel. Ne? Deswegen
weil der fährt immer noch elektrisch, gell? Ja, seht ihr das? E-Drive. Elektrisch. Ja. Akku ist leer, aber trotzdem, weil... Ja, jetzt sieht er, wie er lädt. Ich bin auch schon Autobahn gestern mit dem gefahren. Der geht richtig. Der geht ab. Der geht so richtig ab. Ja, das zeigt, dass sogar die Ladesäulen im... hat auch Annäherungssensorik. Was ist jetzt los? Und das ist halt wirklich sowas von geil. Das ist sowas von geil. Gut. Ja. Ah, jetzt. Batterieladung zu niedrig. Aber wir sind jetzt gleich da. Gleich sind wir da. Wir gehen auf Hybrid, aber. Ich hab nicht einmal bremst, ne? Ja, jetzt hört man den Motor. Den hört man jetzt. Und das ist halt schon echt eine super feine Sache. So, diesen. Und dann ist natürlich. Ja. Da haben wir eine Ladesäule. Eine Ladesäule. Wie viel hat der aufgenommen? 7,22. 40, über 50 Minuten Conny oder noch hat sie gezeigt. Sie läuft noch, ja. Und das ist einfach, ja. Wir sind hier am GVZ und jetzt laden wir die Bude. Jetzt habe ich extra Bremse gemacht, weil. Wird jetzt und wie er jetzt rekuperiert. Das finde ich halt geil. So, da hinten ist der Aldi. Schnorren Strom. Wir schnorren jetzt beim Aldi Strom, Alter. Weil wir so dumm sind, schnorren wir bei Aldi Strom. Nein, also wir testen es einfach aus. Aldi hat halt die Möglichkeit, kostenlos Strom zu tanken. Und wir testen das jetzt mal aus. Und ich will euch ja zeigen, wie und wo und was. Und das ist es einfach. So. Wenn hier mal... Man sieht halt, wie viel Hochbetrieb hier ist. Das ist wirklich Hochbetrieb. Ein elektrischer Mercedes. Jetzt hat er wieder zugeschalten, hat das gehört. So, jetzt fahren wir mal hin. Ist auch viel los heute in der Waschpark. So. Ich gehe mal davon aus, dass hier. So, ich weiß, dass beim Aldi Ladesäulen gibt. Schauen wir mal. Oder laden sie schon? Na, fix. Okay. Okay. Da stehen. Das ist halt das, wenn du ein E-Auto hast, ein reines E-Auto, wie die zwei Fahrzeuge hier. Wie die zwei Fahrzeuge hier. Das ist ja einmal ein Seat Mi Electric und einmal ein Hyundai Kona Electric. So, aber man sieht, das, ja gut, würde ich aber auch so machen. Okay, da sehen wir das Elektrofahrzeug. Der Mi, er fährt. So. Jetzt geht's ganz fix, Alter.
Jetzt geht's fix. Jetzt geht es wirklich fix. Jetzt schnorre ich mir den Strom hier. Und dann zeige ich euch ein bisschen was vom Auto. So, es ist jetzt halt. So. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt müsste es aber gehen. Oder sollte es gehen? Jetzt schauen wir mal. Okay. Die Tür lassen wir offen. Ah, passt schon. Danke. Danke. So. Okay. Okay, wir stecken erstmal das hier. Hier hinein. Eine Stunde kostenlos. Und jetzt geht das an die Ladeklappe. Zack. Rechts. Rechts. Ladeleistung. Es geht los. Seht ihr das? Jetzt sehen wir hier. Das Auto. Das Auto. So. Und jetzt sehen wir. Fahrzeugschlüssel. Der ist hier im Kofferraum. Schauen wir mal. Das wäre noch für die Steckdose, wenn man zu Hause laden würde. Okay. Und hier sieht er das blaue jetzt Leder. Ach, der zieht schon gut einer. Das ist ja nice. Das ist nice. Gut. Ja. Stellen wir uns ein hier und jetzt zeige ich euch, wenn es schon innen geht. Ja, man sieht hier. Er lädt. Hier sieht man, wie der lädt. Und das ist halt schon was Geiles. Man kann einfach das Auto laden, ja. Das ist einfach nice. Gut, ich wollte euch den mal so ein bisschen zeigen, das Auto. Dann zeigen wir das Fahrzeug mal ein bisschen. Dann zeige ich das der Community. Also, wir haben, das ist er, ein 330e. Einen 330e. Das ist ein Individuallack. Das sieht ja so in der Sonne, wie der so einen orangen Ton hat. Und ja, das ist halt das Interieur, das ist halt das M-Paket, den halt so bekommen, ne? Und das ist halt, ja, auch so einfach diese Detail, dieses im feinen Detail halt. Ja, so sieht er halt von außen aus. Ja, von vorne wird es schwierig, den zu zeigen, eben weil ich jetzt so geladen am Laden habe. Hier sieht man, der hat das optionale Laserlicht verbaut und ja, ich bin mir nicht sicher, ob diese Nieren sich öffnen oder schließen. Ich glaube fast ja. Ich glaube fast ja. Servus. Und man muss schon sagen, ja, man ist jetzt kein reines Elektroauto nicht, aber es ist ein Teilzeitstromer auf jeden Fall. Und ich sag euch, ohne Scheiß, mal Real Talk an dieser Stelle. Es ist halt überall. Überall ist das Auto so gut verarbeitet. Und ja, das ist halt, wo ich sag, das ist schon geil. Das ist wirklich geil, sowas. Und ja, auch so Details wie ja. Ich meine, dieses LCI-Modell hat ja hier dieses Curved-Display. Kommt ja noch, das Auto kommt ja noch. Er kommt noch.
Ja. Handschuhfach ist halt verhältnismäßig small, würde ich sagen. Ja. Aber Bedienungsanleitung ist echt geil. Die ist echt nice. Ah, Handbuch. Das hat schon was. Muss man ehrlich sagen. Für ein Plug-in-Hybrid auf jeden Fall. Ich finde, gut, das Handschuhfach ist jetzt eher gut. Wo ist es bitte schön auch in ein Riesendings ausgekleidet? Ja, das ist der Fahrzeugschein. Das Dings. Ich sag's euch ganz ehrlich, das ist ein super Auto. Und auch dieses, wie gut das auch hier, wenn du das so rausmachen kannst und eine tun kannst. Sitze kannst du einstellen, Dosenstütze, das ist, ja, es ist einfach eine feine Geschichte. Naja, Kofferraum hat er jetzt, würde ich auch fahren wollen, aber also, er geht elektrisch auf. Ja, man sieht halt, es ist halt ein Hybridauto, aber du kannst die Rückbank umlegen. Das geht tatsächlich, dass die Rückbank umgelegt werden kann. Man sieht halt hier die Erhöhung. Man sieht halt, der Akku ist halt direkt unterm an der Achse. Also im Kofferraumboden an der Achse. Als Kombi, glaube ich, würde er das gar nicht so wirklich einschränken. Aber bei der Limo merkt man halt jetzt hier schon viel. Also es geht schon ordentlich was rein, ja. Aber doch, hat er doch. Die Stütze hat er hier. Ah, das wird so abgestützt, du kannst hier noch. Das finde ich aber geil. Und dann kannst du das hier so. Ja. Und das ist halt schon echt gut gelöst, alles hier. Also, dieses. Wie gut das verarbeitet ist. Ja, allerersten Mal. Ja. Dann müssen sie. Ist schon rechts, ja. Ah, gut. Hab ich schon. Da passt ja. Ich mach ein YouTube-Video über dieses Fahrzeug. Ist es okay, wenn ich sie ins Video packe? Oder, okay. Muss ich sie verpixeln? Nee. Passt schon. Na, weil ich heute zum ersten Mal so ein Fahrzeug fahre. Und ich mache da jetzt, ja, bin ja normal Diesel gewohnt, aber ich komplett Elektro noch, bin ich irgendwie noch nicht so ganz, aber hybridisch auf jeden Fall schon mal. Und dann irgendwann mal nach dem Hybrid auf jeden Fall Elektro. Ich habe 5 Jahre Hybrid gefahren. Ja. Und dann habe ich jetzt 1,5 Jahre. Ich will okay. Keinen anderen. Echt jetzt? Elektro. Ist der Kona, ne? Ja, genau. Elektrisch. Ich habe den noch nie so von der Nähe gesehen, muss ich mal ehrlich sagen. Also so auf Bildern sehr viel und so. Mhm. Zuverlässigkeit, Akkukapazität, gar keine Probleme nee. Wahrscheinlich. Krass, ja. Das ist echt nice. Ja, dann danke. Gerne. Ciao. Ciao. Ja, die ist sehr, sehr korrekt. Gut. Nice, Ehrenfrau. Gruß geht raus. Übrigens, Sie können das Video, kommt morgen auf YouTube, Audiana 12 heiße ich. Ich gucke überhaupt nicht. Ich bin gar nicht in die. Ah, okay. Dann muss schon. Okay. Damit auch mal weiß, wo es kommt. Okay, ne? Alles klar. Danke. Okay. Perfekt. Gut, den lassen wir jetzt erstmal fahren. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Hier, ja, der hat jetzt hier die 19 Zoll Felgen drauf, so 55. Aber das ist halt auch, ne? Das ist halt wirklich Kona Elektro. Ist halt ein relativ kleines Auto, aber ist halt, scheint wirklich. Das ist halt echt nice, ne? Und so, jetzt sieht man das Blaue. Kommen wir wieder zurück. Der. 3. Sobald es blau leuchtet, lädt der. Und ich finde das halt schon nice, ne? Ja. Wird gefördert. Fahrzeug in Riegel. Ah.
Aber es ist schon nice. Es ist schon geil. Dafür, dass ich jetzt hybridisch fahre. Und vor allem, man sieht halt wirklich, der zieht sich halt wirklich. Naja. Schauen wir mal. Der zieht. Der zieht auf jeden Fall Akku. So. Ah, jetzt lädt er. Jetzt lädt er. Sieht mal, wie das lädt hier. Das ist geil, das ist geil. Das ist nice. Und ich sag wirklich, sehr, sehr korrekt auf jeden Fall die Frau gewesen mit dem Hyundai Kona Electric. Ja, man sieht, das Thema ist sehr im Kommen, Leute. Das Thema ist, das ist im Kommen. Und ja, wie gesagt, von außen habe ich den so ein bisschen jetzt mal gezeigt. Ja. Ich finde halt trotz dessen die Detailverliebtheit, das hat schon echt was. Das ist halt nice auf jeden Fall. Ist schon geil. Also ich muss wirklich sagen, die Art und Weise, wie das Ganze hier, also, und da könnte ich jetzt auch sagen, okay, das Auto lädt, drum gehe ich hier drauf. Und ja, was ich halt bei BMW geil finde, 100% Tank. So, wird geladen. Ich könnte jetzt hier das Licht aufleuchten lassen. Was ich natürlich immer wieder gerne, das feiere ich wirklich, jetzt klimatisieren. Ja, weil der Ladestatus. Aber er wird jetzt. Belüftung läuft jetzt für circa 30 Minuten. Ich find's geil. Ich find's sowas von mega geil. Ja. Es macht einfach Spaß. Und ja. Man sieht jetzt. Er lädt. Oh, ein Tesla kommt. Ein Tesla kommt. Das ist halt schon was Nices. Und ich sag euch ganz ehrlich. Dieses Laden, dieses Elektro, es ist schon nice. Es ist auf jeden Fall cool. Und ja, das ist, ja. Das ist, ja, wie soll ich sagen? Elektromobilität, sie kommt. Sie kommt. Und das wird auch öfters der Fall sein, dass es kommen wird. Also es kommen immer mehr E-Autos auf den Markt und die Leute verlangen danach. Und ich sage euch ganz ehrlich, bei den Spritpreisen, voll elektrisch traue ich mich noch nicht zu, aber zumindest schon mal hybridisch. Die ist echt begeisterte E-Fahrerin, das glaube ich. So, und das ist halt echt nice. Das ist wirklich geil. Und Tesla ist auch nice. Ist halt... Wenn ich jetzt ein Elektrofahrzeug fahren würde, dann natürlich Tesla wahrscheinlich, wenn ich mehr längerfristig eins fahren würde. Aber ob das halt dann auch die Premium-Qualität hat, weiß ich halt auch nicht. Müsste ich mal ausprobieren. Vielleicht gibt es ja Tesla-Fahrer unter euch, die so Fahrzeuge fahren, und Teslas, und können mir ja berichten, wie zufrieden die sind. Oh, 1 Kilometer haben wir schon wieder drin. 1 Kilometer haben wir wieder drin. Das ist halt echt nice. Das ist echt cool. Dieses vollgeladen wäre er um 13.58 Uhr. Ja gut,
Der zieht halt auch 16 Ampere, ne? Nur. Aber gut, das ist halt auch ein Plug-in-Hybrid. Ist so ein Pendelding. Man pendelt damit in die Arbeit. Man pendelt dorthin. Und für den Alltag, ich sage euch ganz ehrlich, es reicht aus. Es reicht wirklich sehr aus. So, dieses elektrische Fahren ist halt schon eine Geschichte, ja. Ich habe das auch erst so verspottet hier, so Elektroautos und so, ne? Aber ich sage mal, hybridisch ist schon mal ein Anfang. Und ja, das ist so. Man muss es halt mal ausprobieren. Man muss halt mal ausprobieren und dann kann man ein Urteil fällen. Und das ist halt, ich sage mal, ja. Das finde ich halt echt nice. Ich finde das sowas so cool wie BMW. Man kann hier wirklich dieses iDrive laden. Der lädt gerade, sofort laden. Klimaanlage läuft. Fahrzeugstatus kann ich schauen. Ja, jetzt kann ich Ölmessung. Jetzt geht er. Messung starten. Naja, ich bin im P. Ich bin ja im P. Ah ja, ah, der lädt noch, okay, aber man kann es tun. Ja, Fahrinfo, Energiefluss, das sieht man jetzt. Da kommt ein Motor, das ist echt nice, das ist halt echt top. Das ist echt cool. Fahrdaten, Werte abtanken, also vom Benzinverbrauch 7 Liter, heute bin ich 5 Kilometer gefahren. Das ist heute, ne? Ab den 16. Heute ist ja der 16. Ab. Laden. Ab. Aha, da. Und man sieht halt schon, Sportanzeigen gibt es halt auch hier, ne? Das ist halt echt. Das ist einfach eine gute Bedienlogik hier. Das ist logisch aufgebaut und ich finde das gut. Vor allem diese ganzen Touchfreaks, ich weiß es nicht. Verkehrsinfo, ja, der Verkehrsinfo, dann haben wir Dimmenkarte, Karte einrichten, Einstellungen, Zielführung. Und man kann das sogar als Splitscreen machen, das heißt, hier hast du die Karten, hier hast du noch irgendwas anders. Ich finde das sehr gut, wie BMW das, dass die auch immer noch an diesem Controller festhalten. Ich finde das geil. Telefonassistent. Das heißt, ja. Ach ja, viele wollten ja wissen, auch wie da Sprachsteuerung funktioniert. Hey BMW! Servus, womit kann ich behilflich sein? Alle Fenster öffnen. Bitte stell vorher die Fahrbereitschaft her. Ah. Das ist schon, ne? Gut, beim Laden wird das nicht funktionieren, aber während der Fahrt funktioniert es auf jeden Fall. Ich habe es ausprobiert. Ja, genau. Also, das ist halt wirklich, wie soll ich sagen? Es ist halt wirklich, es lässt sich halt auch sehr schön anfassen, ne? Und auch hier so, alleine. Das ist das M-Lenkrad, egal in welchem Modell. Ist immer so. Ja. Beim Golf ist es so. Auch beim R so. Gut, man kann das jetzt nicht miteinander vergleichen. Aber ja. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Jetzt kommt die Klimatisierung. Und 2 Kilometer am Akku. Und ja. Ich melde mich gleich nochmal, wenn ich ein bisschen mehr im Akku drin habe. Okay. Wir werden jetzt das Auto abstecken. Und ja.
So. Gut. So. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch wie immer sehr gut gefallen. Ich denke, jetzt habe ich euch einen Einblick geben können, wie die ganze Technik funktioniert hier. Und ja, hat mir auf jeden Fall gefreut, so ein Video zu drehen. Erstmalig ein Plug-in-Hybrid. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Ja, ich bin jetzt nochmal kurz zurück, bevor ich mich gänzlich verabschiede aus diesem Video, möchte ich mich beim Walter Schmidt vom Autohaus Hofmann in Ingolstadt recht herzlich bedanken. Danke nochmal, dass du mir dieses Auto zur Verfügung gestellt hast, diesen BMW. Ich sitze wieder in meinem Drecksgolf hier drin und man merkt hier schon wieder, ne? Ich merke, es ist nicht das im One, okay, Dieselantrieb. BMW würde ich grundsätzlich auch mit Dieselantrieb holen. Das wäre jetzt nicht das Problem. Ich sage aber mal so, dieser Drecksgolf, hier, der 7er, ich finde den 7er besser. Ich bin grundsätzlich schon mal zufrieden, aber ich denke, ich habe schon des Öfteren erwähnt, was so beim Golf 8 so, ne, die Thematiken sind. Gut, nun, die Testfahrt mit dem BMW ist vorbei. Oder war ein Zerstörungsauto? Zerstörung. Ich bin immer noch auf der Suche nach einem Auto zum Zerstören. Aber das dauert, liebe Freunde, das dauert. Und was haben wir da los? Gut. Jedenfalls, ich bin wieder im Drecksgolf, im Golf 8. Ja. Ich merke wieder, das ist, ja, jedenfalls hat mich sehr gefreut, einen BMW Hybriden zu testen. Ich verlinke, du bekommst von mir in der E-Mail auf jeden Fall einen Link zu meinem Video, Walter, dass du Bescheid weißt. Sehr, sehr korrekt von dir, mir dieses Auto für mehrere Tage zur Verfügung zu stellen. Es hat Spaß gemacht, es hat sich gelohnt. Ich bin wieder back on the Drecksgolf. Und naja, mal schauen, vielleicht irgendwann mal als Daily werde ich fremd gehen. Dann werde ich als Audianer einen BMW fahren. Gut, im Moin, Auto sagt ja nichts darüber aus. Viele würden mich jetzt als Verräter bezeichnen, aber das ist, dem ist es ja nicht so. Ich sage mal so, jeder soll das fahren, was ihm Spaß macht, wo er glücklich ist. Und ich muss sagen, bei BMW, selbst das unten hier beim BMW war beledert. Guck mal. Plastik, Golf. Golf ist halt, es ist halt ein, ja, VW halt. Gut, jetzt verabschiede ich mich endgültig aus diesem Video. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Und ja, jetzt sehen wir uns dann wirklich im nächsten Video wieder. Was es wird, weiß ich noch nicht. Vielleicht, ja, auf jeden Fall Challenge mit dem Golf. Das können wir mal machen. Das steht, da können wir noch jede Menge tun. Ansonsten, ja, war es das auf jeden Fall hier mit diesem Vlog. Und ja, das war's und haut rein.